Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jungs, vorab, kleine Sorry, dass die Woche nicht so viel kam, beziehungsweise kam ja nur ein Stream. Ich hatte extrem wenig Zeit, war ein bisschen erkältet noch und ich wollte mich jetzt lieber auskurieren, um im Dezember Vollgas zu geben. Also Jungs, da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu. Bevor die Frage aufkommt, ach, Herr Jemini. Das ist nicht dem sein Ernst, oder? Ja, Leute, ich zeig's euch mal ganz kurz. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, warum ist hier keine Nice-Lampe an. Sieht man das? Ja. Aber gut, Klebeband ist oben, Jungs. Schreibt's mir in die Kommentare, wenn ich sie wieder zusammenbasteln soll. Also ich bemühe mich auf jeden Fall, die wieder hinzubekommen. LED und alles geht noch, aber es ist mir ein kleines Missgeschick passiert, muss man so sagen. Vorab erstmal, Jungs, danke für die Likes und das Feedback auf die letzte Folge. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und Jungs, heute soll es mal auch drum gehen, welche Icon ich machen soll. Also ihr könnt mir mal gerne euren Rat dazu reinschreiben. Ich weiß nämlich nicht, wen ich nehmen soll. Also ich habe jetzt, glaube ich, 11 oder 12 und mache jetzt erstmal noch die anderen. Also ich werde auf jeden Fall einige Karten zusammenkriegen von den Foot Swaps, aber... Ja, also dieses Basis-Icon-Pack, ich sag mal, dadurch könnte man mal ein gutes SBB, also Squad-Builder-Battle machen. So ein Random-Icon-Squad-Builder-Battle, Jungs, ich glaube, das hätte was. Also schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ihr es sehen wollt. Ansonsten wäre noch interessant für mich, also ich glaube, so ein, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein Rio Ferdinand, der wäre bestimmt auch ganz nett. Zanetti, 92er-Karte, mega geil. Utragueno, Meta-Karte würde ich sagen, also der sieht auch sehr, sehr gut aus. Guardiola war hier noch irgendwo, habe ich jetzt gerade vergessen. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ich werde vielleicht das Icon-Pack nehmen, wie gesagt. Und Jungs, hier seht ihr es schon, also ich mache gerade diese Icon-Footswaps. Aber Jungs, zuerst würde ich sagen, ganz normal Division Rivals ein paar Packs aufmachen. Erstmal auf ganz entspannte Art und Weise, dass man mal ein bisschen reinkommt wieder. Rang 3, was kriegen wir? 2 Jumbo Premium Gold Packs, 1 Mega Pack, 65 Foot Champions Punkte. Geil. So, wir gehen heute einfach mal von links nach rechts. Jumbo Premium Gold Pack, glaube ich, war es. Ich hoffe natürlich, wie jede Woche, auf einen Walkout oder sonstiges, aber vielleicht gönnen heute endlich mal die Rewards. Also letzte Woche war ja mit Donnarumma schon gar nicht so verkehrt. Aber CO2 Week war auch sehr gut. Aber dieses, muss ich sagen, ist auch sehr, sehr nett. So, neues Pack, neue Hoffnung, neuer Walkout, haha. Und es wird wahrscheinlich wieder nix. Ja. Ach Leute, es fängt schon wieder klasse an, aber gut, aus den Packs kann man jetzt nicht so viel erwarten. So, nächstes Pack, also an sich sind es ja ganz gute Packs, also es sind ja keine Standard-Packs, 7,5k oder sonstiges, aber die gönnen halt auch echt absolut gar nicht. Wir ziehen nicht mal einen Walkout. Und wie viele Wochen sind es jetzt schon? Ich glaube, es ist jetzt 7. Weekend League. Ich habe immer sonst was für wie viele Packs gezogen. Also 7 Wochen jetzt. Und also wirklich, ja gut, hier ziehen wir wenigstens eine Champions League Karte. Geil. Mega Pack, 35k Pack, Jungs. Hier ist was drin. Nee, ich glaube noch nicht. Aber ich glaube, nee. Jungs, das wird was. Das wird was. Es wird immerhin ein Brettspieler, okay. Er geht rein. Es wird Carvalho oder wie er heißt. Oder nee, wie hieß er? Pereira, genau. Pereira. Danilo Pereira. Nice. So, nachdem erste Brettspieler reinkam, geht's jetzt erstmal in die Vorbesteller-Packs, die eigentlich wirklich bei jedem schon gönnen. Außer bei mir und jetzt, Jungs, jetzt kannst du Walker hören. Alles gut. So, Vorbesteller-Pack Nummer 2 geht auf. Gucken wir mal. Bitte ein Walkout drinnen. Würde mich heute auf jeden Fall mal freuen, wenn man ein Walkout wenigstens zieht. Und Jungs. Casillas, 83er. Na gut, heute ziehen wir irgendwie nur Porto-Spieler. Ist das ein Zeichen? Portugiese? Gibt es einen Portugiesen in Team of the Week? Ronaldo war ja letzte Woche drin. Aber ich würde sagen, Jungs, da gucken wir gleich nochmal kurz ins Team of the Week. Also das würde mich jetzt nochmal selbst interessieren. Eigentlich sieht es nicht schlecht aus, muss ich sagen. Guck mal hier, so ein Modric, der wäre doch was, oder? Also so ein Kimmich würde ich auch mitnehmen. Son, Jungs, ich würde für Son, ich komme gleich drauf, ich würde mein Team umbauen. Promise würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Bergwijn, beides mega geile Subs, die beiden würde ich sehr gerne mitnehmen. Talisca, sage ich mal, kann man als Achter, glaube ich, auch noch einwechseln. Und vorne auch noch hier der Mahrez, den hatte ich letztes Jahr schon zweimal, glaube ich, in Rot bekommen. Also wenn es der nicht wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Ein paar 86er noch drin fürs Rating, sieht ganz nett aus. Und ja, also
bin zufrieden mit dem Team of the Week. Ich zeige euch mal ganz kurz mein Team und die Leute aus dem Stream. Also Grüße gehen nochmal raus, Jungs. Samstag, glaube ich, habe ich gestreamt. War mega geil, das Stream. Grüße gehen raus. Den Martial würde ich dann natürlich weghauen. Dann würde ich Ndombele würde ich hier als linken ZOM spielen, damit der Son auch auf Fullcam kommt. Ich denke mal, das würde gehen. Leute, das wäre einfach so nice. Das wäre so nice. Ich will eigentlich Martial halt raus haben. Und wie viel kostet eigentlich dieser Son? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Wenn nicht, hole ich mir den ja. Ich habe halt nicht so viele Münzen und ich bin gerade ein bisschen dabei zu traden. Gucken wir mal. Ach du Heiliger. Gut, Jungs, das war's an der Stelle mal wieder komplett. Aber wie gesagt, so ein roter Son wäre ganz nice. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ich bin diese Weekend League leider nur bei 3 gekommen, Jungs. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen extrem viel zu tun gehabt am Wochenende, beziehungsweise immer mal ein Spiel und so weiter. Aber wir kriegen auf jeden Fall 2 Player-Picks. Mit 3 Spielerwahlobjekten, Jungs. Ich glaube, das waren immer die besten, was andere gesagt haben. Megapack, 50k-Pack, ein paar Coins noch und natürlich unsere schönen Quali-Punkte. Juhu. Natürlich qualifizieren wir uns erstmal für die nächste Weekend League. Da bin ich am Sonntag auch wieder nicht da. Da bin ich nämlich mit Julius und Bene beim VfL-Spiel. Bremen gegen Wolfsburg ist es ja. Wird auf jeden Fall sehr nice. Qualifiziert natürlich. Falls es wieder Stream sei, Jungs, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache es wieder am Samstag oder sonstigem. Und folgt mir natürlich noch auf Instagram, Twitter. Beides maximale Unterstrich. Da erfahrt ihr natürlich immer das Neueste und kriegt auch ein paar Stories rein und so weiter und so fort. Aber jetzt, Jungs, jetzt zählt's. Ein Son, wie krass wäre das bitte? Wie krass wäre ein Son? Links oder rechts? Gönn nochmal! Komm, wir gehen heute mit dem Linken und Son. Bitte, bitte. Kimmich ist gut, Jungs. Kimmich ist mega gut. Kimmich ist mega, 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 mega gut. Nicht nur wegen dem Rating, sondern auch so. Also, ich glaube, das ist eine sehr spielbare Karte. Aber ich kann ihn jetzt nicht so gut in mein Team einbauen, oder? Obwohl ich eigentlich Lucas Hernandez spiele. Also, Jungs, da gucke ich gleich mal nach. Auf den habe ich ja mal sowas von Bock. 87er Kimmich in Gold 3, Jungs. 87er als ersten. Warum spielt man noch weiter als Gold 3? Also, ich will diese Woche eigentlich wieder Gold 1 angreifen. Aber ich sag's jetzt schon mal, ich werde nicht so gute Rewards haben wie in Gold 3 hier. Das ist ja wirklich nicht schlecht. Okay, wir gehen ins Zweite. Und Promise, Jungs, das ist perfekt. Guter Sub, kein Son, aber Jungs, ich bin ja mal mehr als zufrieden mit diesen Rewards. Das ist einfach der geilste Sub, den es gibt. Der geilste Sub, 87er und 84er aus Gold 3. Aus Gold 3. Ey, wirklich, das ist halt sowas von unfair eigentlich, ganz ehrlich. Mega geile Player-Picks heute. Also wirklich, ich bin zufrieden. Ich würde sagen, ja, mit letzte Woche zusammen sind das auf jeden Fall meine besten. Also die Formkurve, Jungs, die geht nach oben. Oder war es halt einfach nur, weil die Nice-Lampe mal nicht an war? Kann es sein? Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Vermutung in die Kommentare. Wir kommen zum Megapack 35k-Pack Nummer 1. Player Picks, Jungs, ich bin echt mal glücklich, dass wir gut rote Karten haben. Gute rote Karten, wirklich. Es ist einfach so wichtig, mal so eine Karte im Team zu haben. Mal gucken, wie ich Kimmich einbaue. Zweites Megapack und ich gehe gleich nochmal kurz in mein Team. Ich will den Kimmich einfach zocken. Ich will einfach mal eine rote Karte drin haben. Das sieht einfach mal zu geil aus. Und das Ganze wird hier ein Brettspieler, Kroate, Stürmer. Es wird Kramaric, Andrej Kramaric. Grüße gehen raus. Jungs, ganz ehrlich, heute war es doch gut. Und jetzt warum nicht mit einem Walkout abschließen? Ganz ehrlich, das halte ich jetzt absolut für möglich. Bitte. Er geht wenigstens rein, okay. Frankreich, Torwart, Rufier. 84 hat er. Okay, ja, es geht, es geht. 84er zum Abschluss ist in Ordnung, würde ich sagen. Jungs, endlich haben wir gute rote Karten. Das war so nervig immer die letzten der letzten Zeit. Wir fügen die Jungs gleich mal ein hier. Der Kimmich. Und der gute Promise. Ach, ich habe ja noch den Promise. Jungs, ich habe den normalen Promise sogar als Sub gespielt manchmal. Also das war es absolut komplett. Aber jetzt 84er Promise. Also Jungs, perfekter Sub ohne Witz. Und dann er hier. Kimmich, wie baue ich den ein? Oh, mit Deutschland, das ist halt so schwierig. Das ist so schwierig. Ja, es passt vorne und hinten nicht. Vielleicht andere Formationen oder sonstiges. Schwierig, oder ob ich es irgendwie umstelle. Ganz, ganz schwer, aber den Kimmich würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal testen. Nämlich, Jungs, die Werte von ihm sehen auf jeden Fall sehr, sehr stark aus.
Ja, war auf jeden Fall zufrieden mit der Karte. Und Jungs, falls euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, Abo da lassen. Ihr kennt das ganze Spiel. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns, ja, Wochenende Livestream. Dann die Woche drauf wieder ein paar Videos, Jungs. Da kommt was. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. We'll be right back.